Und wir haben eine erste Stimme. Einer der Goalschützen ist bei mir der Marco Schneuwly. Marco, recht herzliche Gratulation zum heutigen Sieg und auch zum Goal. 13:0, schlussendlich eine klare Sache aus deiner Sicht. Ja, ich denke schon am Schluss, wenn man das Resultat anschaut, glaube ich, auch, so wie es gelaufen ist, in der ersten Halbzeit haben wir es relativ gut gemacht. Wir haben wirklich fast nichts zugelassen offensiv. Und dann mit dem 1:0 ist es natürlich umso einfacher, wenn man da in Führung gehen kann. Und dann mit dem schnellen 2:0 war es eigentlich relativ schnell klar gewesen. Haben wir dahinter noch eine Chance müssen zulassen, was sie das Goal machen könnten. Aber schlussendlich souverän, ja. Das Wort zum 2:0 in typischer Marco Schneuwly-Manier, sage ich mal. Ja, der Chamir kommt auf der Seite durch, legt, oder der Mac legt es rein. Und ich sehe den Chamir, der sie ablegen. Er versucht zu schießen direkt, er wird abblockt und dann geht er mir vor den Fuss und ja, da kann sie noch rein tun. Jetzt ist man mit 12 Punkten recht gut in der Tabelle auf Platz 2, nur 3 Punkte hinter Basel. Man kann sagen, das war ein optimaler Start in dieser Saison. Ja, das nehmen wir sicher sehr gerne so. Wir haben auch schon anders erlebt. Aber ja, ich denke, es wäre noch ein bisschen mehr drin gelegen, wenn man schaut, den Match gegen Basel, wie wir den da verloren haben. Es ist natürlich ein bisschen bitter, wenn sie vor uns sind. Wenn wir mit dem Unentschieden wären wir ja, im gleichen Punktstand. Von dem her, ja, auf den anderen Weg dürfen wir sich nicht klagen. Wir haben ja, ein gutes Spiel gemacht und in der Europa League sind wir leider ausgeschieden, aber in der Meisterschaft sind wir sehr gut gestartet. Jetzt das nächste Spiel in einer Woche auswärts gegen St. Gallen. Jetzt nehmen wir natürlich die Euphorie mit und auch das gute Gefühl in der Ostschweiz. Ja, sicher. Das hatten wir auch schon vorher, heute mit dem Sieg natürlich umso mehr. Jetzt ja, gibt es sicher ja, nichts anderes als dorthin gehen und gewinnen. Das wollen wir unbedingt. Wir müssen es anschauen, wie wir das am besten machen wollen. Zuerst gut erholen. Und dann werden wir alles geben, dass wir dort die 3 Punkte haben. Okay, dann gute Erholung und nochmal Gratulation zum Goal und zum Sieg. Merci, danke. So, heute also der Marco Schneuwly. Und wir haben gerade noch einen weiteren Goalschütz. Hier bei mir im Interview, der João Oliveira. João, herzliche Gratulation zum Sieg und zum wunderschönen Tor. Ja, also ich sehe, dass der Christian Schneuwly auf die rechte Seite geht und noch der Marco Schneuwly auf die Seite vor sich ist, um also Rückraum und Ball annehmen und sofort schießt. Und gut ist, dass der Ball reinkommt und erst meine erste Tor in der Super League kann machen. Aber erste Goal in der Super League, Premiere. Wie fühlt sich das an? Ja, also ich fühle mich, war ein sehr gutes Gefühl und ja. Also besser ist, dass ich der Mannschaft kann helfen kann und jetzt ist gut, dass ich auch meine erste Tor machen kann. Was macht es aus deiner Sicht aus, dass ihr jetzt so gut dasteht auf Platz 2? Wie normal, noch nicht verstanden. Sorry. Nicht. Was ist der Grund, dass ihr so gut da seid in der Tabelle Platz 2? Warum? Ja, also ich finde, dass wir sehr gute Stimmung in der Mannschaft haben. Wir arbeiten sehr hart während der Woche und jetzt sind wir einfach rekompensiert am Wochenende und holen wir 3 Punkte. Okay, merci João Oliveira. Gratulation zum Tor und zum Sieg. Bitte, bitte. Merci. Ade. So ist also der Mann, der 3:0 geschossen hat, João Oliveira.